Der hat Rashford. Der hat Ben Yedder, Rashford und Messi. Wow. Meine Erzfeinde, alle zusammen. Das sind die, die mich am heftigsten besiegen. Das war ja ein Scheißpass. Der geht ja in 100 Jahren. Woran hat der? Was hat denn der für ein Team? Digga, hä, seid ihr dumm? Das Format ist, ich bin scheiße in dem Spiel, aber hab ein gutes Team. Hat er auch ein gutes Team, aber kann das Spiel. Besiegt mich 5-0. Format komplett gescheitert. What the fuck? Hier ist ein Staubsaugroboter in meinem Zimmer, der darf hier nicht rein. Der hat sich unter mein Kabel oder meinem Tisch verfangen. Der redet auf einmal mit mir. What? Der ist unter meinem Tisch. Mann. Ey. Oh, der ist so dumm, der darf hier nicht rein. Oh, scheiße. Scheiße, der Staubsaugroboter ist hier. Ey, wir haben nur technische Probleme. Auf einmal werde ich von Robotern angegriffen in der Weekend League. Das ist doch Verarsche. Der war noch nie in mein Zimmer. Der darf hier auch niemals rein. Digga, wie gut! Oh Gott, alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir reden nicht drüber, wie krass der Typ ist, ne? Also wenn das die Gegner sind, dann kriege ich Weekend League Verbot. Ich hab FIFA Verbot. Guck mal, dass der beim Gegner ab. Das ist so krass, dass der da beim Gegner lag. Der dreifache Abpraller dann beim Gegner nimmt ihn direkt und holt ihn ins Tor. Digga, das ist doch heftig, oder? Ich finde das heftig. Ich finde das heftig, was mir hier in der Weekend League passiert. Ich finde das echt krass. Stellt euch mal vor, ihr seid 15 Jahre alt, geht zur Schule, kommt von der Schule nach Hause und ballert 10.000 Euro in FIFA. Dann kriegt ihr erstmal Ärger. So, dann kriegt ihr erstmal Ärger. Fertig. Dann lachen euch all eure Freunde aus. Und dann seid ihr einfach privatinsolvent mit 15. Und habt als besten Spieler, ihr habt dann insgesamt 270 Stunden lang Packs gezogen. Und als 270 Stunden lang Packs gezogen und als besten Spieler habt ihr Varan. Das Geld ist ja nicht weg. So. Wenn ihr 10.000 Euro ins Game ballert, das ist ja nicht weg, das Geld. Okay. Ihr habt dann 2-3 Monate Spaß und coole Spieler. Aber nach 3 Monaten ist es weg. Also. Oder im nächsten FIFA. Oder dazwischen. Das Geld ist ja nicht weg. Das ist ja. Bei den Investoren von EA. Das. Und, ja. Haben wir. Maldini steht eine Dreiviertelstunde da drin. Genau wo der Ball hinkommt und kriegt den Kopfball dann nicht. Habt ihr das gesehen? Den legen wir quer. Nicht um das Tor zu schießen, sondern um ihn zum Rage Quitten zu bringen. Ja! Das war das Beste. Das war der beste Pass des Tages. Weil wir brauchen die Wins. Es geht ja auf Geschwindigkeit. Klar hätte ich da schießen können, tricksen, irgendwas. Aber das Allerbeste, was man haben kann, ist der Rage Quit. Habt ihr das gesehen? In meiner Erklärung zum Rage Quit, Rage Quittet er. Ich war in ihm drin. Ganz schön viele Tore und wird auch ganz schön gefährlich. Hab ja deutlich mehr Chancen. Digga, holt euch doch den Ball, ihr hattet ihn doch alle schon. Was macht ihr denn da? Rullet und Vieira berühren den Ball und kriegen ihn nicht. Sonst sind die einfach so. Oh, bitter! Schusskraft plus 15.
Was ist 83 plus 15? 98. 98, sicher? Rechne nochmal nach. Plus 1 sind 90. 3 plus 5, 8. 98, ja. Digga, was ist denn mit meinem Torwart gerade? Was ist denn jetzt? Haben wir. Was? Schöner Sprintboost mit Maradona? Ah, guck mal, schöner Back. Ja! So eine Scheiße! Mann, ich mach nur so welche Tore. Mann, es ist so bad. Es ist so bad. Es ist so schrecklich. 80% der Tore sind nur. Wieso bleibt Maradona da am Ball? Der Pass kommt nicht an. Der Pass kommt nicht an. Pili stand wunderbar frei. Oh, fühle ich den Pass, fühle ich. Oh, geil, ey. So gut programmiert. Oh, ich habe so viel Spaß, weil das so gut ist. Fuck, Alter. Nie ein Freistoßtor geschossen in FIFA. Ja! Halt's Maul! Halt's Maul an den Pfosten! Holy shit! Das allererste Mal ein Freistoßtor und dann so ein wichtiges! Ich bin viel zu laut, aber heute ist auch irgendwie laut. Heute ist auch irgendwie laut. Hol dir das? Ist doch. Was doch. 135.000! Das kostet mehr als Mondi! Klick mal drauf. Kauft man das dann schon direkt? Nein, okay. Wer ist das? Ach du Fuck. Da f*** ich doch alle. Also wenn Maradona so aussieht bei mir, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, Schwanz. Schwanz. Schwanz eines Feines. Wer holt sich das denn? Wer holt sich das für 15 Euro? Digga, Maradona. Einer der größten FIFA-Legenden aller Zeiten sieht aus wie ein Loser. Der sieht aus wie der größte Loser. Oh mein Gott, und das ist die Tribüne? Da kommt dann ein Laser raus, oder was? Ach du Scheiße. Noch nie so ein Tor gemacht. Rullit, Alter. Er will mit seinem Torwart einen Aufbau machen nach vorne. Dann kommt Rullit mit der Turbo-Grätsche. Den legen wir quer. Nicht um das Tor zu schießen, sondern um ihn zum Rage-Quitten zu bringen. Ja! Yes!